zweite. Oh, 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 Kapitän, oh, mein Kapitän. Captain, oh, mein Captain. Der Roger. Der Roger, ja, der war cool. Ja. Julian Philipp David war da. Julian und Philipp David. Da. Und wie er sich gefreut hat. Der hat ja fast geweint, glaube ich. Ja, du auch. Ich, nur ein bisschen. Ich fand das eine wunderschöne Folge. Das war echt schön. Ich bin direkt auch schon wieder ein bisschen in love. Ja. Wie immer. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Mensch, der trägt sein Herz im Mund, hätte ich was gesagt. Es waren tolle Leute. Also sowohl die Leute, die sozusagen mit ihm arbeiten, als auch seine ganzen Freunde. Ich finde die Stimmung total toll. Team fand ich toll. Ich fand alles toll. Naja, alleine aber auch das Setup für die Folge. Mich so ein bisschen erinnert an früher, wenn man so in so einer Kneipe sich so aufgebaut hat mit seinem Setup und seiner Band und dann 3-4 Stunden für viel zu wenig Geld gespielt hat. Aber es war auch irgendwie schon ganz cool. Also nicht, dass es so wenig Geld gab, sondern das ganze Setup drumherum. So eine Folgen würde ich gerne nächstes Jahr nur machen. Nicht jetzt nur im Damensalon, aber einfach nur Folgen, wo wir echt Künstlern und Künstlerinnen ihre individuelle Bühne bauen, die so geil ist, wie sie nur sein kann. Für diese einzelne Person oder diese Band. Und was ich daran so mag, ist, dass man da eben Menschen auf einmal kennenlernt, eben nicht wie in so einer Promo-Interview-Situation, sondern du lernst halt wirklich den Menschen Julian kennen. So. Mhm. Musik, tolle Menschen und Überraschung. Finde ich richtig fett. Ich liebe es, Leute zu überraschen. Ich hole ja die Leute meistens mit dem Auto ab, bevor die zu uns kommen. Und habe mich schon total oft geärgert, dass wir keine Kamera dabei haben, weil wir festgestellt haben, dass das die spannendsten Gespräche sind. Und deswegen haben wir das bei Andrew jetzt gemacht. Und es ist mega schön, dass die Leute das so abgefeiert haben. Und bei Julian Philipp David haben wir es auch gemacht. Nur haben wir bei Julian Philipp David keinen Soundcheck mitgefilmt, weil so viel Tohuwabohu war. Das heißt aber, wir hätten noch eine Autofahrt, die zumindest voller so netter Anekdoten war, die wir zeigen könnten jetzt noch. Willst du noch was spielen? Ich muss auch gar nicht singen, du kannst auch noch ein bisschen Mucke machen. Hallo! Hallo. Ihr müsst Bombe oder was? Hallo. Schön, dass wir uns heute kennen. Marie, ne? Genau. Hi. Hallo, ich bin Julian. Marie? Hallo, ich bin Julian. Hallo, Jens. Dominik, hallo. Hallo. Dominik, Kamera. Kamera, genau. Ey, ich hab grad noch nicht erzählt, ganz, ganz viele Geschichten gestern passiert. Was? Ja, kannst du gleich im Auto erzählen. Kann ich gleich im Auto erzählen. Das war so eine glorreiche Idee, mein A&R, der meinte, wir haben schon so lange nicht mehr gesehen, wir gehen Wein trinken. So. Irgendwie am Ende bin ich nach diesem ganzen Wein und Schnaps trinken und so, bin ich im Backstage-Bereich von Mando Diao gelandet. Spannend. Berlin-Geschichten. Passiert mir ja in Mannheim echt nicht. Und bin ich auch nicht gewöhnt, sowas. Dann stand der Typ vor mir so, hi. Ich so, hi. Das war komisch. Und auf jeden Fall, irgendwann musste ich auf Toilette. Und die ganze Columbia-Halle war schon geräumt. Und der Backstage ist ja unten drunter. Und ich habe überall gesucht. Und dann dachte ich so, okay, scheiße, dann pisse ich in den Raucherbereich. Dann bin ich raus und dann fällt die Tür zu. Was? Und dann war ich im Raucherbereich von der Columbia-Halle, hab niemand mehr erreicht, niemand mehr gesehen. Und das ist ja so ein Außenbereich mit so ganz hohen Zäunen. Und dann habe ich echt so eine halbe Stunde rumversucht, irgendwie so, Fiete, hey komm, mach mir die Tür auf, so, aber nicht erreicht. Und dann musste ich klettern. Und weiß nicht, ich war richtig besoffen. Und klettern ist eh nicht so richtig meins. Dann, der Zaun kam mir auch richtig hoch vor und hatte oben so Stacheln. Nur so einen kleinen Schlenz hier noch, aber sonst nichts. Und dann bin ich da echt hochgeklettert und dann saß ich oben drauf auf diesem Ding und springe ich. Ich bin gesprungen. Ich hatte echt Angst, dass ich mir die Beine breche. Weil was gefährlich ist, wenn man da betrunken ist, dann checkt man ja nicht, dass die Beine jetzt. Dann kannst du dich auch nicht abfedern oder so, dann ist so ein nasser Sack Kartoffeln. Ich hab mittlerweile so einen schwarzen Beutel, das ist wie so eine Handtasche. Den habe ich erst seit 2 Monaten. Und der ist so geil. Hipster-Style. Das ist nicht unbedingt Hipster-Style. Nein. Ja, tolle Sachen. So. Emser-Bastillen, Sonnenbrille. Ich bin total Fan von diesen. What's in my bag? Endlich sind wir richtig YouTube-Style. Endlich. Und Ladekabel. Und das Allergeilste ist, ihr habt auch irgendwas von Spezi-Flatrate geredet, ne? Aha. Meine Freunde haben mir nämlich bei meinem Lieblingskiosk, bei meinem Lieblingsspäti,
Nein! Ich kann damit bezahlen. Wie geil das ist das so geil. Und ich bin der Einzige, der da überhaupt so bezahlen kann. Wie fett. Und dann komme ich zu Mehmet und Mehmet sagt, Spezi? Ich so, ja. Und dann reiße ich die so ab. Wie viel soll es heute sein? Ich so, ja. Ich gehe zu Freunden, ich nehme mal 5. Wie geil ist das denn? Und die werden auch nicht weniger, so, ne? Ich muss jetzt mal richtig Flatrate sein. Ja, ist voll geil. Aber es ist witzig, er hat auch Prinzipien. Mehmet hat Prinzipien. Er gibt mir auch nichts anderes als Spezi. Ich glaube, meine Kumpels und Freunde, die mir das geschenkt haben, du auch. Ich auch. Guter Freund. Guter die, Freund. Haben, irgendwie ausgedealt, dass es Spezi sein muss. Und ich, das war die Idee. Ich muss sagen, so, ja, so. Das wäre auch gut also, gewesen, aber. Ich hätte manchmal gerne, würde ich auch einfach ein Wasser oder, nein, oder, nein. Oder so eine Mio-Mate kaufen, aber das geht nicht. Ja, hier, Universal kennst du wahrscheinlich. Hier kenne ich und ich durfte auch schon zweimal im Michelberger übernachten, das ist ja oben. Da, hier, genau. Das macht natürlich Universal technisch immer total viel Sinn. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich aber trotzdem immer lieber bei meinen. Jungs in Neukölln geschlafen habe, beziehungsweise irgendwann auch gesagt habe, so, hey, nee, Hotel brauche ich nicht. Die Scheiben beschlagen. Ja, deswegen habe ich gerade. Kennt ihr eigentlich Hotbox TV? Ja, ihr seid doch auch auf YouTube die, unterwegs, oder? Da beschlagen die Scheiben auch. Da beschlagen die nämlich auch. Also legendär fand ich Sarah Kidd. Ach du Scheiße, da ich ja. Nur noch, da musste ich da ein bisschen sehr amüsiert. Ja, wurde das nicht so, das wurde doch sogar so zum Meme danach, ja, ne? Weil wegen den ganzen. Das ist auch nur. Es ist aber auch viel zu komisch. Es ist viel zu komisch. Meme. Ich muss auch sagen, die haben jetzt ja. Ich war ja schon anfangs dabei. Irgendwann wurde es mir zu viel. Nee, keine Ahnung. Ich habe das. Wie habe ich das? Ich glaube, ich habe wie alle das mit Materials erstmal gesehen, glaube ich. Und dann habe ich mir so ein paar angeschaut. Und jetzt gibt es ja, glaube ich, jeden zweiten Tag eine Folge mit irgendeinem Rapper, den du nicht kennst. Und wenn die Leute nicht richtig geil rappen und nicht lustig sind, dann brauche ich mir echt nicht eine Stunde lang ein YouTube-Video anschauen. Die auch noch so und dabei halt noch weniger witzig werden. Ja. Und einfach nur noch weirder als sie. Deutschrap. Komisches Völkchen manchmal. Aber ja. Naja. 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 Und jetzt fahren wir in euer Studio. Naja. Oder wie? Themawechsel. Was heißt das naja im Kontext? Naja heißt. Naja. Naja, naja, naja. Naja. Wir fahren auf jeden Fall irgendwo hin, wo wir dann wir länger fahren. Bleiben. Ach, okay. Wir fahren auf jeden Fall. Okay. Ich bin ja gespannt. Aber das ist jetzt hier gleich Kreuzberg, nicht? Aber sag mal, war nicht auf der Karte das Studio? Ich glaube, wir werden entführt. Ja. Weil ich habe auch gedacht, das ist beim Sisyphos, habe ich nämlich gegoogelt, das Studio. Ja, oder? Aber sind wir da nicht gerade fast hingefahren? Ja, ich glaube, das ist auf der anderen Seite von der Spree, oder? Ich weiß nicht. Ich finde auf jeden Fall spannend, dass wir so lange durch Berlin fahren. Ja, ich finde es auch spannend. Aber ihr wisst, wo es hingeht. Das ich fahre einfach gerade raus, mal gucken, wo wir rauskommen. Aber ihr wisst schon, wo euer Studio ist. Wisst ihr, oder? Desinfektionsanstalt. Schau einer an. Ja, wir dachten, jemand wie du. Der sollte. Mit dem Outfit oder so. Aber, guck mal, jetzt fahren wir nämlich nach Neukölln. Wir sind Paul Linke. Da, wir fahren jetzt über die Frohlauer Straßenbrücke. Wir waren uns nicht so sicher, wie gut du Berlin kennst. Und wir sind Freunde von maximaler Verwirrung. Okay. Ja, habt ihr geschafft. Krass. Aber in der Ecke, genau war ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Also von hier nochmal schauen. Ich weiß noch nicht genau, was du vorhast, aber. Ich habe diese Folge nämlich mit Nine gesehen. Aber ich glaube, Alpakas gibt es keine. Du musst jetzt im Prinzip eigentlich nichts mehr wissen, außer dass alles, was du jetzt tust, von mir gesteuert ist. Ich übernehme jetzt sozusagen dein Leben. Mein Leben. Und was auch immer ich sage, musst du jetzt leider machen. Ich verspreche dir, ich bin nicht böse. Dafür, dass wir uns jetzt 10, 15 geil, ne? Rennen. Ich vertrau dir. Ich mach das. Nee. Das ist unsere Stammbar. Ist es echt? Ja. Okay. Und wir haben gehört, Bombenrohr findest du schon ganz okay, aber du hättest lieber eigentlich MTV Unplugged. Oder wärst zumindest da ganz gerne mal. Und wir sind natürlich kein MTV Unplugged, aber wir dachten. Aber wir haben trotzdem Orchester. Wir dachten, wir bauen dir den ersten Bombe Boulevard Unplugged, den es in der Geschichte vom Bombe Boulevard jemals gab. Also Innentür. Ja, genau. Okay. So. Heute live im Bombe Boulevard. Julian Philipp David!
Okay.